Ja, L3D, du machst ja Waffeln. Ja, manchmal. Ach was? Ja, tatsächlich. Wow. Wusstest du eigentlich, wie die erste Waffel damals entstanden ist? Nö. Aber kannst du mir das nicht vielleicht erzählen? Ja, das steht in meinem. Ich habe das hier in meinem Buch. Sehr gut, gut Große vorbereitet. Waffel, ja. Perfekt. Das große Waffelbuch. Das war schon viele, viele Jahre her, also Jahrhunderte sogar, damals, als das Internet noch schwarz-weiß war und jemand in der Ecke Klavier gespielt hat dazu. Ui. Ja. Damals aß man den Teig noch roh, der hieß auch nicht Waffelteig, sondern nur Teig, also roh, ne? Also flüssig. Machen manche Leute ja auch heute noch, weil Ja, es ist ganz lecker. Waffelteig, lecker. Aber ja, nun, so auch im fernen Island. Begab es sich, dass ein junges Mädchen namens Vafaldur Stottir einen großen Krug Waffelteig zu ihrer Großmutter bringen wollte, damit die alte Oma auch mal was Leckeres zu essen hat. Sehr liebes Kind, ja. Ja. Und naja, sie lief da halt so, war so unterwegs, ne, zu Fuß. Und ja, Island ist zu Fuß, ne, ein recht großes Stück Land. Als plötzlich ein riesiger Vulkan mit unaussprechlichem Namen, mit mindestens 15 Zeichen, die keine Sau kennt, ausbrach. Ja. Uiuiuiui. Und Vafalda konnte sich noch knapp retten. Sie ließ allerdings den Tonkrug fallen. Der zerbrach und wurde unter einer Schicht glühend heißer Lava begraben. Vafalda selbst, also sie wurde von allen nur Vafalda genannt, weil Vafaldur Stottir ist halt so ein bisschen, als ob man eine Waffel im Mund hätte. Ja, rannte zurück ins Dorf und es ist ihr aber nichts passiert. Zum Glück, Zum ja. Glück, ja. Der Oma auch nicht. Oh, Nur die perfekt. hatte dann halt keine Waffeln, keinen Waffelteig. Ah, gut, den kann man ja neu machen. Ja. Ein paar Jahre später hat man dann da, wo Vafalda den Tonkrug fallen gelassen hat, gegraben. Und fand da, also man fand unter anderem die Tonscherben, aber auch den Waffelteig. Der war ganz flach gedrückt und hatte aus einer Laune der Natur heraus ein ganz lustiges Muster, so quadratisch, praktisch, Oh, cool. gut. Ja, klar. Und jemand hat sich dann auch nicht nehmen lassen, mal ein Stück davon zu probieren und fand, kann ich lecker, vielleicht noch ein bisschen Puderzucker drauf, so, oder Chili-Honig. Ja. Ja. Ja, und dann hat man sich überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht immer so? Naja, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, immer einen ausbrechenden Vulkan zu finden, wo man dann die Tonkrüge mit Waffelteig Ja, reinfüllt. naja, du weißt ja, wie das ist mit so Erfindungen. Die meisten Erfindungen werden durch Zufall Ja, erfunden. das Das stimmt. ist wie Louis Pasteur mit der pasteurisierten Milch. Dem ist auch das Haus abgebrannt und in der Ruine hat er dann noch eine Flasche Milch gefunden. Hat sich gedacht, na, die kann man sicher noch trinken. Und der hat dann auch angefangen auszurechnen, wie viele Häuser in Frankreich niederbrennen muss, um für den Tagesbedarf. Aber der damalige, also der König war da, oder Präsident, oder der war da nicht so begeistert davon, obwohl Pasteur gesagt hat, ja, man kann aber unterdessen auch wieder versuchen Ja. aufzubauen. Ne? Aber ja, naja, jedenfalls dasselbe Problem hatten sie auch in Island. Ja. Hat sich aber jemand überlegt, wir haben doch diese Geysire. Stimmt, ja, die gibt's Da da in kommt Island. heißes Wasser raus. Aber heißes Wasser und Teig, ja, Wird vielleicht ein ist bisschen das so flüssig, der Teig dann. Teigschorle? Nee. Also hat man sich überlegt, man könnte ja, man muss ja auch irgendwie, also die Lava hat den Teig platt gedrückt. Also nehmen wir einen Stein, einen flachen Stein. Legen den auf den Geysir. Der Geysir bricht aus, erhitzt den Stein. Der Stein fliegt weg durch den Druck des Ja. Wassers. Und da stellt sich dann das nächste Problem. Man weiß nicht genau, wo der landet, weil
den zweiten, du hast ja noch einen zweiten Stein mit dem Teig drauf. Mhm. Der muss ja da liegen, wo der erste Stein angeflogen kommt, ne? Und dann, oder? Ja. Platsch und Back. Dass man die Waffel danach noch wenden muss und das Ganze noch ein zweites Mal, damit sie gut durch ist, das ist dann noch ein weiteres Problem, aber da kommen wir noch dazu. Jedenfalls musste dann halt jemand mit dem Teigstein, den nannte man so, quasi rumrennen. Oi. Die Leute riefen dann so, nach links, das andere links. Schön. Ja. Je nachdem, wie gut der Fänger war, gab es dann entweder Waffen oder halt Verletzte. Das ist, man munkelt auch, dass die Isländer Waffelbäcker den Helm erfunden hätten, aber ganz sicher ist man sich da noch nicht. Ja, jedenfalls war das ein bisschen aufwendig, aber in manchen Regionen der Welt wird das auch immer noch so gemacht. Allerdings werden da keine Waffeln gebacken, sondern da wird dann Baseball gespielt. Mhm. Weil schon. Das ist dann halt leider nicht mit Waffelteig. Ja, das ist komplett sinnlos, aber hey. Die Leute haben Spaß. Das ist auch wichtig. Ja. Wo war ich? Island. Waffeln. Genau. Wir haben diesen Teig jetzt gefangen mit Waffelfängern und dann wurde das durch das die Hitze vom Stein durchgebacken. Und dann danach gewendet, zweiter Stein drauf, Zweitgeisier. Wieder gefangen und zack, war die Waffel. Eine Waffel. Erstmal die Steine noch weg, weil sonst crunchy. Ja, zum Crunchy ist auch Steinwaffel. Genau. Zum Glück hat man dann später die Elektrizität erfunden und hat festgestellt, dass man damit Eisen heiß machen kann. Das ist praktisch. Genau. Und man hat dann eine Konstruktion, also von einem quasi ein Eisen, wo man den Teig so draufgießen kann. Und dann zuklappen und dann backt es auch von oben herab und von unten herauf quasi zur Mitte hin die Waffel durch. Mhm. Und wenn man zu lange wartet, dann wird sie schwarz, aber das ist, ja, wie man es halt mag. Das alte Waffelbäcker-Sprichwort lautet ja auch, once you're black, you don't go back. Ja. Jedenfalls hat sich das dann so eher durchgesetzt und die Waffel wurde massentauglich. Ach cool, und dann daraus wurde dann das heutige Waffeleisen, das man kennt. Genau. Ja cool, das ist eine faszinierende Geschichte. Wusste nicht, dass das so ist, aber wieder was gelernt. Genau, und weil eben Wafalda die erste war, die quasi, wenn auch unbeabsichtigt die erste Waffel gebacken hat, wurde die Waffel nach ihr benannt. Aha. Und damit auch der Waffelteig. Ja, und bei uns heißt das nicht Waffelbar, sondern Waffel. Waffel, genau. Ja. Cool. Weil man hat ja nicht immer so viel Zeit. Ja, das stimmt. Waffel haben wir uns dran gewöhnt. Wollen wir jetzt auch nicht mal umbenennen. Ja, so war das. Ja, cool. Danke. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Hallo, wir sind's, die beiden. Wir sind dick und dick. Aber dann sind wir ja beide dick. Oh ja, das ist doof. Ja. Wir sind die breite Masse. Genau. Die breite Masse. Ja, wie ihr ja bereits aus der Entstehungsgeschichte der Waffel wisst, braucht es zum Waffelbacken viel Hitze. Genau. Jetzt gibt es aber etwas Neues, etwas revolutionär Neues im Waffelbusiness, nämlich... Die kaltgepresste Waffel. Erzähl doch mal. Ja, also normalerweise kennt man das ja, heißes Waffeleisen, Teig rein, Waffeleisen zu, Waffeleisen, paar Minütchen später. Ich aufpassen, aua. Genau,
Und wenn man zu lange wartet, schwarz. Ja, genau. Und da hat man eine fertige warme Waffel. Mmh, Waffel. Aber wie die Wissenschaft ja auch festgestellt hat, gibt es noch andere Zubereitungsmethoden, außer durch ein heißes Waffeleisen. Zum Beispiel auch durch entweder lange warten. Aber das wäre dann aber eher die altgepresste Waffel. Genau, will ja keiner, weil wer will schon alte Waffeln? Ist ja kein Wein. Ja, oder Whisky. Ja, genau. Ja, die machen ja da immer so einen riesen Tamtam rum. Das ist ein 1969er Rübelsheimer Nierentritt, der haut richtig rein, das merkt man gleich. Genau. Nee, wir machen das mit ganz viel Druck. Mit ganz viel, also wie das halt im IT-Business üblich ist. Genau. Nee, mit physikalischem Druck. Ja, also wirklich so. Ja, genau. So mit, quasi. Mit, also als würde man Diamanten oder sowas herstellen, also quasi. Haben nicht die Jungs von Methodisch Inkorrekt so eine Diamantenpresse? Meint ihr, die könnten wir uns mal ausleihen für ein bisschen? Es gibt auch Waffeln. Ja. Du, Venti? Ja? Kennst du schon die homöopathische Wirkung der Waffel? Nein. Ja, also normalerweise ist das ja bei der Homöopathie so, dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Ja? Genau, aber... Also, wobei, ich kenne da jemanden, dem sind von Homöopathie alle Haare ausgefallen. Büschelweise! Also von Waffeln fallen dir zum Glück nicht büschelweise die Haare heraus. Oh, das ist gut. Aber in großen Mengen wirkt die Waffel auch homöopathisch über den Placebo-Effekt hinaus. Nein! Doch! Oh! Und zwar, also wenn du ganz viele Waffeln isst und das über einen langen Zeitraum hinweg, dann also hat das eine nicht übersehbare Wirkung. Om nom nom. Ja, Waffel. Hey, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir, Venti? Ja, ich hab irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß nicht. Oh nein. Ja. Hast du irgendwas da? Oh, lass mich mal überlegen. Doch, ja, hast du es schon mal mit einer heißen Waffel versucht? Wie war das heiße Waffel? Schläft's? Moment, ich hab da was vorbereitet. Hey Gott! Ah, heiß! Halt still! Ah. Es wirkt nicht, wenn die Waffel verrutscht. Heiß. Ah, lecker. Nein, erst essen, wenn's kalt ist. Die ist ausgependelt. Jetzt neu bei Ihrem Bäcker, die Kryptowaffel mit Vollteigverschlüsselung. Ja. Jo. L3D. Venti. Hey. Hey. Ja, wir haben ja am, wo war das noch? Das war der Easter Egg. Wir haben am Easter Egg schon mal Waffeln gebacken. Das war damals, bevor wir diese Masken tragen mussten. Ja, genau, ja, die Masken. Ja. Ja. Tragt eure Maske. Tragt eure, immer Maske auf. Nur so seid ihr sicher. ja, wir haben Waffeln gebacken damals. Und das kann man auf mediaccc.de, kann man das gucken. Richtig. Genau. Habt ihr hoffentlich alle schon geguckt. Genau, und wenn nicht, dann also dann, nach dann der Show... Direkt die zweite Show von Easter Egg anschauen. Richtig. Nachher. Genau. Richtig. Dann wisst ihr ja auch, dass Waffeln normalerweise flach sind. Flach wie... Naja, wie Waffeln. Wie eine Waffel, genau. Ja. Nun gibt es aber Leute, also es gibt eine Ansicht, die verbreitet sich
eigentlich pandemieartig wie ein Virus. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Waffeln kugelrund sind. Wie? What? Wie ein runder Virus. Wie ein runder Virus, genau. Also diese Leute haben dann auch spezielle Waffeleisen angepasste, die sind nicht flach, sondern die haben so eine Ausbuchtung, wo sie dann den Teig reingießen und erstmal die eine Hälfte backen und dann, weil oben Schwerkraft. Ich dachte, die Waffel, die geht ja auf und wird ja dann größer, wenn man sie backt, sodass erstmal der Teig in das Waffeleisen kommt. Normalerweise gehen nur die Leute auf, wenn sie zu viele Waffeln essen. Oh, stimmt. Ja. Waffel. Jedenfalls, und dann kleben sie die beiden Waffelkugelhälften zusammen und essen das dann so. Und die Waffeleisen. Das sind spezielle Waffeleisen, mal abgesehen von der Ausbuchung, die Waffeleisen stehen nicht auf normalen Füßen, sondern auf vier kleinen Elefanten. Und die Elefanten, die werden von einer Schildkröte getragen. Okay, und die fliegt jetzt auch noch durchs Universum? Ja. Okay, ja. Genau. Macht Sinn. Also, aber wie gesagt, das stimmt alles nicht. Lasst euch nicht verarschen. Waffeln sind flach. Genau. Flach wie... Waffeln, genau. Genau. Nicht rund. Ja. Du, L3D, du machst doch Waffeln. Doch, ja, hört man manchmal von. Aber in dem, was ich jetzt erzähle, geht es gar nicht um Waffeln. Oh. Sondern um Schokolade. Oh, Schokolade habe ich auch schon mal gegessen. Das ist ganz gut. Ich mag ja vor allem diese weiße Schokolade, die ist ganz geil. Ja, das mit der weißen Schokolade. Wusstest du, dass die ganzen überzähligen Schokoläuse, Schokonikoläuse, weiß schon was, die Weihnachtsmänner. Ja. Die werden eingeschmolzen zu Osterhasen. Ja, Mathe. Ja. Und jetzt kommt's. Die ganzen Osterhasen, also die überzähligen, die werden eingeschmolzen. Okay. Zu Weihnachtsmännern. Ja, natürlich. Irgendwie müssen die Weihnachtsmänner ja auch entstehen. Richtig. Das Problem ist jetzt nur, dass du bei einem einzelnen Weihnachtsmann oder Osterhasen nicht weißt, wievielten Iteration der jetzt ist. Ja, doch, das ist schwer zu sehen. Aber man weiß ja auch, dass Schokolade, wenn sie nicht mehr ganz frisch ist, so einen weißen Film bekommt. Und jetzt frag dich nochmal, wo die weiße Schokolade herkommt. Ja. Yeah. L3D, du machst ja Waffeln. Ja, gelegentlich. Ach was? Ja. Ja. Wusstest du eigentlich, dass schon bei den antiken Olympischen Spielen Waffeln vorkamen? Nein, wusste ich nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, die haben die Waffeln als Diskusscheiben, also als Frisbee quasi. Hui! Ja, geht auch mit Vorhand. Ich bin Linkshänder. Rechts, links. Ja, haben die als Diskusscheiben benutzt. Das Problem war, dass irgendwann jemand gemerkt hat, dass wenn er die anknabbert, die leichter wird und sie weiter fliegt. Ja, und du hast dich davor natürlich dann nochmal extra mit Zucker gestärkt und das auch. Das ist ja quasi Doping.
Ja, das war dann auch der erste Dopingskandal. Ui. Alles wegen der Waffel. Das Problem war auch, dass so eine angeknabberte Waffel ja eine gewisse Unwucht hat und dabei dann auch Gefahr für die Zuschauer bestand. Ja, das glaube ich. Und so hat man, so wurden dann die Diskusscheiben, die geworfen wurden, hat man dann aus Stein, Ton, irgendwas Ungenießbarem gemacht, weil da bestand weniger die Gefahr, dass da jemand was anknabbert. Aber das habe ich in Holland gemerkt. Das hat aber bestimmt zu viel Aufstand in der damaligen Bevölkerung geführt. Naja, Also keine Ahnung, man kennt das ja, den großen Waffelkrieg von 420. Ach so, vor Christi. Nee, ja, das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Das war eher die Rundwaffler, also die, ne, ach so. Wissen schon, die Kugelwaffler gegen die Flachwaffler. Das heißt, die haben dann. Ganz genau weiß man das auch nicht mehr. Die haben dann eine runde Waffeldiskus. Nö, Kugelwaffel. Kugelstoßen. Ach so, Waffelstoß. Kugelstoßen. Ui. Ja. Ja, schade, dass das heute nicht mehr aus Waffelteig gemacht wird. Ja. Das wäre witzig. Was es heute dafür gibt, ist das Hammerwerfen. Das ist eigentlich, früher haben die da Waffeleisen am Kabel. Aha. Ja gut, ist ja vielleicht besser. Jetzt hat man mehr Waffeleisen zum Waffeln backen statt zum Werfen. Richtig. Aber ich würde ja gerne mal sehen, wie so ein Hammerwerfer Hammer. Was hämmert der eigentlich? Ist ja gar kein Hammer. Ist ja kein Hammer, ist ja ein Werfgerät. Naja, was wissen wir schon von Sport? Keine Ahnung. Und damit zurück ins Studio. Gucken die immer noch zu. Hier gibt's nichts mehr. Umschalten. Tschüss. Tschüss. Senderwechsel. Abschalten. Klick. Switch. Hast du uns jetzt gerade eben nach links geswiped? Oder war das jetzt links? Toll. Ja. Wow. Sinnlos. Genau. Kannst du abstellen? Ja. Ja, hey, danke, dass ihr hier bei der RC3 Waffelshow State of the Waffel zugeschaut habt. Dankeschön. Dann wisst ihr ja jetzt, wie das mit den Waffelbacken funktioniert und könnt das selber nachmachen. Waffeln. Genau. Dann habt noch einen schönen Kongress. Ja, tschüss. Ciao. Wir singen. Adele. Cyrilö. Ciao, ciao. Was ist denn noch lange machen? Müssen wir noch lange winken hier? Ich weiß nicht. Ich hab schon auf Winkelkatzenwinken umgestellt. Yeah.